Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Serie Infothek. Es gibt ein paar Sachen, die ich euch mitteilen möchte, muss, sollte, weil wir nämlich Mist gebaut haben, weil es neue interessante Sachen gibt und etc. pp. Und alles das will ich euch jetzt hier erzählen, weitergeben, vermitteln, wie auch immer. Bis gleich. Ja, als allererstes geht es sich heute hier in dieser Infothek einmal um den ja, von uns falsch oder nicht richtig zu Ende geführten Calciumtest in der Folge Meerwasser für Anfänger messen. Wir haben ihn tatsächlich nicht zu Ende geführt, da lag der Fehler. Also Grundsatz, gemäß der Anleitung, die ich euch mit einblende, 2 Milliliter Wasser rein, ein Löffelchen von dem entsprechenden Calcium 1, dann das Calcium 2 aufziehen und davon 0,6 Milliliter rein. So, da war ich der Meinung, dass die entsprechende Farbe, die ist, die blaue, dass das die Ursprungsfarbe ist und wir nur ins Rosa rein müssen. Da lag mein Denkfehler. Wir hatten tatsächlich im Video diese wunderbare, bildlich dargestellte Bedienungsanleitung in der Hand, vor Augen. Und trotz alledem war ich noch auf dem Stand des ATI-Calcium-Tests, der nämlich genau anders funktioniert. Da wird dann dementsprechend von rosa nach blau gearbeitet und nicht von blau nach rosa und wieder nach blau, wie es hier bei dem Salifert-Test der Fall war. Da lag unser Fehler. Also wir hätten nach der Zugabe der ersten 0,6 Milliliter da dementsprechend 5 Sekunden rühren müssen, dann hätte die Farbe rosa sein sollen. Das ist nicht die Zielfarbe gewesen, wie ich im Video gesagt habe. Die Zielfarbe ist wieder blau, das Ganze wieder blau zu bekommen. Und da lag dann auch der Fehler. Wir hätten weiter tetrieren sollen und wären dann im Endeffekt garantiert auf den entsprechenden Wert gekommen. Ich habe stock und steif behauptet, dass dieser Test um ist. Gegengetestet haben wir den dann auch nochmal genau mit der gleichen Abfolge und genau bis zu dem mittleren, also bis zu dem vorletzten Punkt, also bis zur rosa Färbung und nichts von rosa auf blau. War mir so im Hinterkopf nicht bekannt, beziehungsweise ich habe tatsächlich in dem Moment nicht gelesen. Wir haben nicht gelesen, der Sebastian hat diesen Test zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal durchgeführt. Von daher konnte er mich dort auch nicht korrigieren. Also hiermit die Berichtigung, wir haben einen Fehler gemacht bei diesem Messvorgang und das ist jetzt hier die Berichtigung dazu und das ist der Punkt Nummer 1. So, der zweite Punkt war der Hanna-Test fürs Phosphat. Wir haben im Video benutzt und benutzen ihn auch immer noch den 736. Das ist der Test, der das Gesamtphosphat anzeigt. Und somit anschließend noch umgerechnet werden muss. So, jetzt habe ich stock und steif behauptet, dass das Nutrion P, blende ich mal eben mit ein, von ATI nur über diesen Test nachgewiesen werden könnte. Also sprich nur über den HANA-Checker. Ist so auch nicht richtig. Und zwar habe ich das so im Kopf gehabt damals, als ich das Projektbecken gemacht habe, habe ich mit dem Nutrion P ja angefangen. Und mein Rezit-Test ist, war zu dem Zeitpunkt nicht so, wie er sein sollte und hat tatsächlich diese Mindermengen, die ich da hatte oder habe, zu dem Zeitpunkt, wo gemessen wird, nicht angezeigt. Also sprich, diese extrem geringen Mengen unterhalb einer 0,01, sage ich jetzt mal, wurde tatsächlich nicht angezeigt. Jetzt habe ich mir mehr oder weniger das in den Kopf geredet und es auch dementsprechend so verbreitet, dass
dieses Phosphat im Endeffekt über einen normalen Tröpfchentest nicht nachgewiesen werden kann. Habe mich aber jetzt im Endeffekt eines A besseren belehren lassen, habe mich auch dementsprechend bei den Herstellern umgehört, einmal bei ATI und einmal bei Fornemarie, beim Claude Schumacher, und habe mich erkundigt, wer im was im Endeffekt mit einem Tröpfchentest tatsächlich nachgewiesen werden kann. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich das richtig ausspreche. Das ist Orthophis Phosphor. Orthophor Phosphor. Ich blende es nochmal ein, weil ich habe es nicht mit solchen Bezeichnungen. Ich kann mir sowas auch nicht merken. Dieser Phosphor bzw. dieses Phosphat ist das, was wir im Endeffekt dosieren und unserem Aquarium hinzugeben. Wenn ich jetzt ein Becken habe, wie zum Beispiel das vom Sebastian, oder ein frisch angefangenes oder eingefahrenes Becken bzw. in der Einlaufphase, und ist es so, dass die Werte extrem schwanken, relativ zügig auf Null sind und somit einige Tests gegebenenfalls an ihre Nachweisgrenzen im unteren Bereich kommen. So, das war das, was ich jetzt hier oben im Kopf drin hatte. Beziehungsweise wo ich gesagt habe, okay, kannst du mit dem Test nicht nachweisen. Ich brauche einen, wo ich zumindest nachweisen kann, dass überhaupt was da ist. Und ein Test, der zwischen 0 und 0,01 nicht anzeigt, das sind, ich sage jetzt mal, der Reci-Pro-Test zeigt dort nicht an. Ich glaube, der Fornemarien hat auch diesen Anzeigebereich zwischen 0 und 0,01 nicht, wird da wahrscheinlich auch nicht anzeigen. So, und dann habe ich mir wahrscheinlich in den Kopf geredet, ja, es gibt keinen anderen Test, der tatsächlich unterhalb dieser, zwischen dieser Nachweisgrenze zwischen 0 und 0,01 anzeigen kann, außer natürlich der Hanna. Und das ist auch so. Der Hanna kann diesen geringen Bereich tatsächlich anzeigen. Wo dann ein Tröpfchentest versagen würde. Da uns in der Einlaufphase dann aber auch schon der entsprechende Grundnachweis ausreicht, dass noch ein bisschen was da ist, habe ich mich tatsächlich hier oben im Kopf darin versteift, wird nicht angezeigt. Berichtige ich mich jetzt hiermit und leiste auch Abbitte, um das pauschal mal so zu sagen, habe ich falsch verbreitet, habe ich falsch gesagt, bin jetzt eines Besseren belehrt worden und möchte das hiermit dann dementsprechend so korrigieren. Das Zweite, was auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen ja, kontrovers diskutiert wurde in dem letzten Video, ist der Gebrauch von einer oder zwei Messküvetten. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ich das Gerät aktiviere und meine Nullprobe gemacht habe, dass da ein 3-Minuten-Timer im Hintergrund schon läuft. Also sprich nach 3 Minuten circa ungefähr. Ich habe es nicht hundertprozentig genau gemessen. Ich habe das Ding angemacht und habe einen Timer laufen lassen. Aber ich blende euch das auch nochmal mit ein. Dann haben wir eine hundertprozentige Sicherheit. Schaltet sich das Gerät ab. Das heißt, ich habe nach der ersten Messung habe ich tatsächlich ungefähr 3 Minuten Zeit, wie gesagt, in Anführungszeichen, ich blende euch die Zeit nochmal ein, um A, die Probe aus dem Gerät zu nehmen, die Verschlusskappe wieder aufzumachen, das Pülverchen rein, das Ganze zu mischen, die Küvette wieder sauber zu machen und wieder ins Gerät zu geben. Das ist in meinen Augen natürlich machbar, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Spinner Cube macht, so wie ich das mache. Dann geht das relativ zügig, dann braucht man unter 30, 40 Sekunden, bis alles tatsächlich aufgelöst ist. Aber die ganzen Schritte vorher und, man darf da tatsächlich nicht trödeln. Und ich habe mir dann im Prinzip angewöhnt, hinzugehen und zu sagen, okay, ich arbeite mit 2 Küvetten. Einmal eine mit einer Nullprobe, die ich natürlich so nehmen kann. Und die zweite dann halt mit der Reagenz. Jetzt kann man das natürlich noch weiter ausweiten. Und zwar, indem man hingeht und nimmt erstmal eine Küvette, wo man eine Nullprobe mitmacht, beziehungsweise das Wasser einfüllt und erstmal nur auf Seite stellt. So, und dann geht man hin und nimmt sich die 2. Küvette, macht da im Prinzip auch eine Nullprobe mit, macht aber dann den Durchgang so, dass man sagt, okay, ich mache damit die Nullprobe, fülle dann dementsprechend meine Reagenz dort ein, vermische sie, mache die Küvette wieder sauber und lasse das alles dann durchlaufen. Wenn ich dann komische Ergebnisse kriege,
dann habe ich immer noch eine zweite Küvette, wo ich sagen kann, okay, hier ist jetzt das fertige Wasser drin, das fertige Nullprobenwasser und kann dann nochmal Schnelltests durchführen. Weil das ist das, warum ich dementsprechend hingegangen bin und gesagt habe, wenn ich jetzt einen Schnelltest durchführen könnte, nochmal mit einem Vergleich, mehrmals hintereinander, dann weiß ich ja, ob das eine Fehlmessung war, weil ich vielleicht irgendwo Mist gebaut habe oder ob das jetzt eine Messung war, die mir tatsächlich zeigt, dass ich auf einmal gemessenes Gesamtphosphat von 40 oder 45 im Becken habe. Von daher lässt es sich so machen, also sprich eine Nullprobe anfertigen, hinstellen, auf Reserve stellen und dann mit einer Küvette den normalen Messvorgang durchgehen. Und sollte es dann zu Differenzen kommen oder zu hohen Werten, die eigentlich rein theoretisch dann nicht sein können, weil man kennt sein Becken ja im Endeffekt, wo es sein sollte, wie die Werte liegen sollten, dann geht man hin und kann nochmal mit der anderen Nullprobe eine entsprechende Gegenmessung machen. So würde ich das jetzt tatsächlich bevorzugen und auch weiter durchführen. Und ja, von daher das zum Thema Hanna messen bzw. Phosphat messen. Und es geht tatsächlich dann auch mit den Tröpfchentests, aber unterhalb einer gewissen Nachweisgrenze, also sprich unterhalb von 0,01, zeigen diese Tests natürlich nichts an. Und da ist auch die Ausfärbung dann dementsprechend recht schwierig bzw. fast gar nicht vorhanden. Und deshalb hatte ich gesagt, nehmt den Hanna, da könnt ihr dementsprechend alles nachweisen und nachweisen, ob überhaupt was drin ist. Ich hoffe, ich konnte euch das ein kleines bisschen näher bringen, wie das hier oben so durchgelaufen ist und warum ich das die ganze Zeit so stock und steif behauptet habe. Kommen wir zum nächsten Punkt. So, kommen wir zu den positiven Sachen. Ja, das, was ich eben jetzt gesagt hatte, ist natürlich eine Sache, die ich so offiziell nicht stehen lassen konnte. Von daher die Richtigstellung. Kommen wir jetzt aber zu Sachen, die jetzt demnächst passieren werden oder schon passiert sind. Was schon passiert ist, ist das hier. Es gibt eine neue Kohle am Markt. Wer hat sie rausgebracht? ATI. Und zwar ist das eine spezielle, hochreine Kohle, wo ich jetzt auch mehr nicht zu sagen werde, weil ich blende euch oben mal den Link zum Video von Oliver Pritzel ein. Der kann dazu etwas Genaueres sagen. Es ist eine wirklich sehr, sehr gute Kohle. Was sie speziell kann und warum sie so besonders ist, schaut ihr euch am besten in dem Video von ihm an. Er hat die entwickelt bzw. hat sie jetzt im Programm und entwickeln lassen. Und ja, bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede, schaut euch das Video an. Von daher, ne? Also ich habe sie selber schon im Einsatz hier vor Ort und das schon seit mehreren Monaten, auch im Test. Bin davon definitiv begeistert, kann mich also nicht genug beschweren. Alles Weitere im Video vom Oliver. Die ist rausgekommen und gibt es auch jetzt direkt schon im Shop zu kaufen. Das nächste, was kommen wird, ist hier. Es kommt tatsächlich endlich die App für die Straton. Warum hat das so lange gedauert? Weil noch so einige Sachen verbessert werden mussten. Und ja, weil unter anderem auch Apple, ich sag jetzt mal, nicht die schnellsten darin sind, wie entsprechend Apps zu überprüfen und freizugeben. Ja, der Kollege Kevin Borg kann davon eine entsprechende Story singen, von seiner Aquamid-App. Da dauert es auch immer ewig, wenn dann eine neue Version rauskommt, bis das Ganze freigegeben wird. Ich werde da dementsprechend noch ein separates Video zu machen. Aber alles in allem ist es so, wie ich es schon mal gezeigt habe. Ich kann hier dann dementsprechend... Na, jetzt ist sie. Genau. Kann hier dementsprechend ganz ohne Probleme auf meine Lampen zugreifen. Genau das gleiche machen wie am Rechner. Aufgrund der Größe empfehle ich euch, das grundsätzlich an einem Pad zu machen, weil dann lassen sich auch die Punkte besser verschieben. Aber solltet ihr nur Lichteinstellungen verändern wollen oder Farben oder ähnliches, lässt sich das natürlich am Handy auch mal eben schnell machen. Aber besser arbeiten lässt sich natürlich auf einem großen Bildschirm. In den nächsten 1 bis 2 Wochen ist es soweit. Ich denke mal, Oliver wird dann dementsprechend auch noch ein entsprechendes Video rausbringen. Von daher könnt ihr euch darauf freuen. Es ist dann endlich soweit, dass die App dann endlich auch am Start ist. Ob sie tatsächlich mit
den anderen Lampen funktioniert, also sprich mit der alten Version Straton, reiche ich euch definitiv noch nach. So, kommen wir zum nächsten Punkt in der langen Liste der Sachen, die ich euch heute erzählen möchte. Ja, es kommt diese Woche kein Video vom Sebastian, also sprich Meerwasser für Anfänger. Hat den Hintergrund, dass diese Woche bei ihm ausgebaut wurde, umgebaut wurde, neuer Boden rein. Ich hoffe, dass er bald jetzt im Laufe der nächsten Woche dann der Maler bei ihm vorbeikommt, dass dann alles wieder soweit so ist, wie es sein soll. Und dann fangen wir an, das Becken wieder umzuziehen und auf die alte Position zu stellen. Und dann fangen wir an, die nächsten Teile zu drehen. Was da im Endeffekt ist, wie zum Beispiel hier, habe ich mir zu mir schicken lassen, die entsprechende Ocean Motion für den Sebastian. Die wird auf jeden Fall montiert. Es wird noch ein neues Ablaufsystem bzw. ein entsprechender Hahn installiert. Wir werden auf Technik eingehen und. Also die Meerwasserserie für Anfänger ist definitiv noch lange nicht am Ende. Und so ganz nebenbei, das Becken von ihm läuft ziemlich gut. Was allerdings momentan noch nicht so hundertprozentig funktioniert, wo ich noch nicht genau weiß, warum, weshalb, wieso. Wir haben tatsächlich kaum oder fast gar keinen Verbrauch in Bezug auf KH und Calcium. Aber dafür funktioniert Nitrat bzw. Phosphat in den entsprechenden Mengen. Also das wird aufgenommen, das wird von den Bakterien definitiv bearbeitet und die Korallen stehen alle gut. Ich werde euch auch dementsprechend nochmal ein Bild mit einblenden, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Und ja, wie gesagt, in den nächsten ein auf zwei Wochen geht es weiter und da haben wir auf jeden Fall noch viel, viel zu tun. Ja, das war der Punkt. Ja, und last but not least kommen wir mal zu dem Pot hier. Da hat sich auch einiges getan, was ich jetzt hier mal kurz anteasern werde, nicht genau ins Detail gehen werde. Das werde ich dann nämlich für meine entsprechenden Tagebücher lassen. Das erste, was ihr natürlich wahrscheinlich vielleicht schon gesehen habt, ist hier oben direkt über meinem Kopf. Hier steht ein neuer Futterautomat. Und zwar ist das, ja, jetzt kann ich euch nur die Rückseite zeigen. Ich halte das mal in die Kamera, der Juwel Smart Feed 2.0. Den habe ich mir bestellt, gekauft, also nirgendwo gesponsert, falls das irgendjemand hier wieder frech und fromm behaupten möchte. Aus dem ganz einfachen Grund, dieses Gerät hat eine ganz spezielle Eigenschaft. Nämlich die, dass es nicht über eine Trommel füttert, sondern über ein Schneckensystem. Und wie das Ganze funktioniert und ob das Ding das tut, was es soll, da werde ich definitiv im Tagebuch darüber berichten. Ich kann euch sagen, es ist schon eine recht interessante Sache. Von daher ist der da oben auch schon installiert. Ansonsten wäre er nämlich postwendend zurückgegangen, wenn er nicht die Leistung gebracht hätte, die ich mir momentan erhoffe. Ich bin momentan ja ein bisschen mit dem Futter am Rumarbeiten und mit den entsprechenden Tieren hier. Einerseits bin ich meine Chromis am Rausfangen, deshalb ist hier oben auch noch die Falle drin, damit die Tierchen sich an diese Falle gewöhnen. Und ich schaffe es momentan, so 1 bis 2 Fische pro Tag zu fangen. Anders geht es leider im Moment nicht. Ich habe schon den Tipp bekommen, das ist auch dann mal eine Info für euch, wenn ihr Fische fangen wollt, dass ihr das Ganze in der Nacht macht. Also sprich mit einer Taschenlampe und dann die Fische aus dem Riff dementsprechend raus, ja, scheucht und dass sie dann wohl noch so benommen sind, dass das wohl geht. Bei den Chromis wird das nicht funktionieren und funktioniert es auch nicht, weil die einfach viel zu scheu sind und viel zu schnell sind. Das mag vielleicht bei anderen Fischen funktionieren, aber bei den Chromis funktioniert es leider nicht. Wie gesagt, 4 Stück habe ich jetzt schon gefangen, heute wieder einen, yippie, bis sie dann so weit reduziert sind, dass sie entweder komplett draußen sind oder nicht mehr so viel Randale machen. Weil ich habe neue Tiere bekommen. Es sind einmal Kardinalsbarsche eingezogen, ein Schwarm von 6 Stück. Und zwar die Pyjamas. Die schwimmen da hinten in der Mitte, blende ich euch auch mal separat mit ein. Das sind schon Fische, die ich eigentlich schon immer mal haben wollte. Aber, ja, keine Ahnung. Warum, weshalb, wieso? Keine Ahnung. Ich habe sie einfach
mir nicht organisiert oder habe sie nicht mitgenommen. Vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt auch zu geizig, keine Ahnung. Ja, wenn man Urlaub hat, dann kommt man auf ganz komische Ideen. Ich war auch jetzt in diesem Urlaub, haben wir 2 Bestellungen bei der Firma Murzek gemacht. Da sind dann dementsprechend auch alle Tiere heil angekommen hier. Und blende ich euch auch nochmal separat mit ein. Was ich ganz gut finde, ist, die verpacken ihre, das kann man sich aussuchen, sagen wir es mal so, beim Versand, ob man jetzt eine Styrobox haben möchte oder eine Biobox. Die Biobox besteht aus gepresstem Heu, Stroh, ist dann dementsprechend in Form reingepresst. Und die kann man dann auch wieder zurückschicken. Und wenn die zurückgeschickt wird, dann kriegt man dann wieder 5 Euro dementsprechend gut geschrieben auf sein Kundenkonto und kann die dann beim nächsten Mal, ja, beim nächsten Einkauf dort nutzen. Das erste, was ich eingesetzt habe hier, das waren 10 Wundermanni-Garnelen. Kükentallis waren es. Und ich habe keinen Plan, ob die noch drin sind. Ich habe die eingesetzt und muss pauschal sagen, ich habe seitdem keine einzige mehr gesehen. Und das nächste, was wir bestellt haben, aufgrund der Tatsache, dass das halt so gut hier angekommen ist, auch mit einer Temperatur von 21,3 Grad kamen die Kükentallis hier an, haben wir dann gesagt, okay, komm, wir haben jetzt eh Urlaub diese Woche und haben dann haben wir bestellt und Donnerstag ist dann versendet worden und Freitag ist dann entsprechend angekommen. Da waren dann drin die Kardinalsbarsche, wir haben eine Schwertgrundel und 2 blaue Gubidion uns hier eingesetzt. So, die Kardinalsbarsche und die Schwertgrundel habe ich gesehen. Einen Gobi habe ich diese Nacht hier vorne rumschwimmen sehen, aber tatsächlich sind die Tierchen noch nicht so präsent, wie ich es gerne hätte. Sie sind recht scheu. Warum die blauen? Aus dem ganz einfachen Grund, die sind ja nicht so, gehen nicht so exzessiv an die Korallen dran. Wenn sie genug zu fressen kriegen, gehen sie gar nicht dran. So ist es mir zumindest gesagt worden und so habe ich es gesehen. Im Netz, auch im Meerwasserlexikon, steht es dementsprechend so. Und von daher haben wir gesagt, okay, wir wollen unbedingt Gobis haben, weil ich die kleinen Kerlchen einfach total süß finde und meine Frau auch. Weil es ist halt cool, wenn die halt mitten in den Korallen drin sitzen. Und die haben wir uns dann auch noch geholt. Und noch eine entsprechende Koralle haben wir da gefunden, eine Euphilia, eine Paradeisa. Euphilia blende ich euch auch noch mal separat mit ein. Und weil wir es tatsächlich nicht lassen konnten, sind wir dann heute noch mal zum Johnny Böttcher nach Niederaußen gefahren und haben da noch mal geguckt. Hingefahren sind wir mit dem Vorsatz, ach, wir wollen ja eigentlich nur 2 kleine Gonioporen haben, 2 hübsche, beziehungsweise Alveoporen. Kann ich euch auch mit einblenden. Sie sind dann dementsprechend, sie kommen so langsam aber sicher raus. Die haben wir auch gefunden und haben gedacht, ja, die sind toll. Ja, dann sind wir noch über eine Zupastrea gestolpert, die jetzt mitten oben links oberhalb von der Wunderkoralle sind. Und ich habe mich dann jetzt endlich getraut zu sagen, okay, ich nehme jetzt endlich mal eine Heliofungia. Und da er so schöne Farben dort hatte, die versuche ich euch nachher mal in einem Filtershot aufzunehmen und mit einzubinden hier ins Video. Weil tagsüber ist sie recht hell, aber die entsprechenden Farben unter Blau sahen schon echt krass aus. Wir hatten halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen eine goldene mit oder eine, die halt golden angetatscht war. Oder halt die. Und was wir noch endlich gefunden haben, und ich hoffe, sie sind noch so einigermaßen auf Position, sind Rockanemonen. Endlich habe ich welche wieder gefunden, ohne dass ich sie mir jetzt explizit jetzt im Netz gesucht habe. Aber wir sind jetzt halt beim Shopping darüber gestolpert und haben gesagt, komm, jetzt nehmen wir endlich mal wieder welche mit, weil ich Rockanemonen cool finde. Die sind noch recht klein. Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen. Die müssen wir separat füttern. Problem an der Sache ist, die gehen dahin, wo sie wollen. So, und wir haben die, oder ich habe die jetzt auf Plaques gesetzt, hatte die hier oben in dem strömungsarmen entsprechenden Behältnis drin
und versucht, die auf diese Plugs zu fixieren. Das hat funktioniert. Dann habe ich die Plugs ins Riff reingesetzt, schräg. Da haben die gesagt, nee, so nicht. Und dann sind sie dann so langsam aber sicher nach unten gewandert. Ja, ob sie dann entsprechend da in der Nähe bleiben, so dass ich sie sehen kann, weil, wie gesagt, ich finde Rockanemonen richtig klasse und die sind echt süß und winzig, aber okay, werden wir sehen. Werde ich auch dementsprechend noch drüber berichten. Ja, und last but not least kann ich euch sagen, ich bin nächste Woche Samstag in geheimer Mission unterwegs. Was das wird, wie das wird, das werdet ihr auch exklusiv hier auf diesem Kanal sehen und lasst euch überraschen, es wird definitiv eine mega geile Sache. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, für eine Infothek war das schon wieder recht viel Material und alles in allem, wie gesagt, ich kann mich hier im Moment nicht genug beschweren. Ich kämpfe ein kleines bisschen mit dem Phosphat, da deshalb auch der neue Futterautomat. Und alles andere würde ich sagen, packt mal in die entsprechenden Serien rein. Meerwasser für Anfänger ist das nächste, was dann wahrscheinlich kommen wird. Und zum Monatsende hin kommt dann dementsprechend das Tagebuch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn mal wieder. Ich wiederhole mich, ich merke es gerade. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr diese Infothek hier gesehen habt. Freue mich aufs nächste Mal. Däumchen da lassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ciao.